Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Interview mit Professor Herzog. Hier in Sachsen ist gerade der Bock aufgegangen und unser heutiges Thema wird Jagdzeiten und ihre eventuelle Verlängerung sein. Mhm. Herr Herzog, wie ist da gerade die Diskussion? Was ist die aktuelle Lage? Wir hören aus allen möglichen Bundesländern ja immer die Frage, müssen wir Jagdzeiten im Moment auf die wiederkäuenden Schalenwildarten verlängern? Die wiederkäuenden Schalenwildarten betrifft vor allen Dingen deshalb, weil wir nach zwei massiven Trockenjahren erhebliche Trocknungsschäden in den Wäldern hatten. Und die gute Nachricht ist, daran sind die Wildtiere nur beim besten Willen nicht schuld und man kann ihnen auch die Schuld dafür nicht zusprechen. Das hat sicherlich ganz andere Gründe. Aber natürlich, es war eine Frage der Zeit, bis natürlich die Forderung laut wird, ja, wir müssen mehr schießen. Das kommt ja immer wieder auch aus verschiedenen Lobbyistenkreisen, muss man sagen. Und jetzt hat man also tatsächlich die Vorstellung, man könnte durch Verlängerung der Jagdzeiten mehr Tiere erlegen und damit die Wiederbewaldung dieser Trocknungsschadensflächen begünstigen und fördern. Das ist eigentlich ein bisschen der Grundgedanke. Und deshalb versucht man das eben politisch sozusagen zu fordern, in die Gesetzgebung reinzubringen. Und erschreckenderweise wird sehr viel davon auch aufgenommen und auch schon in Verordnungen umgesetzt. Das ist eigentlich aus wildbiologischer Sicht so ein bisschen die Sache, die das Ganze ein bisschen gruselig macht, muss man sagen. Also es ist natürlich klar, wenn man da viel Geld auf die Fläche bringt, dass man das auch schützen muss. Aber liegt das unbedingt an der erhöhten Wilddichte oder was ist da der Grund, dass man das überhaupt hat, das Problem? Ist eine uralte Geschichte. Seit 50 Jahren diskutieren wir über Wald und Wild. Seit 50 Jahren wird jedes Jahr mehr Wild geschossen. Und seit 50 Jahren jammern, muss man sagen, wir weiterhin über zu viele Schäden. Wenn man sowas sieht, dann gibt es im Grunde drei Möglichkeiten. Entweder, also wenn ich jetzt das Problem wirklich über Jahrzehnte diskutiere, entweder ich habe gar kein Problem oder ich will das Problem nicht lösen oder ich mache was falsch. Wenn wir die beiden erstgenannten Sachen mal außen vor lassen und sagen, okay, der gute Wille ist da, dann kann es eigentlich nur noch daran liegen, dass wir was falsch machen. Sonst hätte ich, wie gesagt, in den letzten 50 Jahren das Thema gelöst haben können. Und wenn man mal sieht, was im Moment passiert ist, ist es eine sehr monokausale und eindimensionale Sichtweise. Also es sind Fraßeinwirkungen im Wald, zum Beispiel Verbiss in den Pflanzungen oder in den Naturverjüngungen oder Schäle eben in etwas älteren Beständen. Und diese Fraßeinwirkungen werden im Grunde auch, wenn man sie monetarisiert und als aus ökonomischer Sicht betrachtet, sind natürlich auch Schäden für den Waldbezirk, das ist ganz klar. Und diese Fraßeinwirkungen werden durch Tiere verursacht und die Lesart ist jetzt die, je mehr Tiere ich habe, desto mehr Fraßeinwirkungen, desto mehr Schäden habe ich. Also muss ich die Tiere reduzieren, also werden die Schäden auch weniger werden. Dass das so einfach nicht ist, das sehen wir eben in der Praxis, denn wir schießen mehr und haben trotzdem noch Schäden. Was man dabei völlig ausblendet, ist eben in dieser Monokausalität die Tatsache, dass es eben nicht die eine Ursache gibt, sondern dass es verschiedenste Ursachen gibt. Neben der Wilddichte, die sicherlich eine Auswirkung auf die Fraßintensität hat, ist es natürlich vor allem das Thema Ruhe, das Thema auch Bejagung, wie bejage ich die Tiere. Es ist das Thema, wie überwintern die Tiere, in welchen Lebensräumen überwintern sie. Also ein Riesenkomplex eigentlich an Faktoren, die letztendlich zu Wildschäden führen. Und wenn man im Grunde immer nur verzweifelt versucht, an einem Faktor anzusetzen, dann wird man damit zwangsläufig Schiffbruch erleiden. Und genau das ist das, was man im Grunde mit der Verlängerung der Jagdzeiten jetzt auch macht. Man versucht wieder nur an der Wilddichte anzusetzen, wobei eben zweierlei nicht klar ist. Erstens, führt eine verlängerte Jagdzeit überhaupt zu einer größeren Reduktion? Oder nutzt man das einfach nur, um in einem längeren Zeit auf Jagd zu gehen und aber nicht mehr zu erlegen? Und selbst wenn es so wäre, würde es zu weniger Schäden führen, unserer Meinung nach. Und das ist im Grunde ja in den letzten Jahren auch durch Studien massiv belegt worden, trifft eben beides nicht zu. Wir werden damit sicherlich die Schäden nicht oder kaum reduzieren können. Aber wir werden neue Probleme schaffen und wir werden vielleicht sogar kontraproduktiv zu noch mehr Schäden wieder kommen. Welche Probleme würde das genau bedeuten für das Wild? Wir haben in Deutschland sowieso schon mit die längsten Jagdzeiten, man kann fast sagen weltweit oder zumindest europaweit. Die Probleme für das Wild, Jagd bedeutet immer Störung, bedeutet immer Stress. Und wenn Tiere gestört sind und Stress haben, dann reagieren sie im Grunde nicht naturgemäß. Und wenn wir naturnahe Wälder haben wollen, dann können da natürlich auch bei nicht naturgemäßen
Reaktionen des Wildes Probleme auftreten. Das Ganze ist verschärft, wenn das im Winter stattfindet, weil wir im Winter praktisch eine völlig unphysiologische, unnatürliche Situation haben. Nehmen wir den Rothirsch. Der Rothirsch lebt normalerweise in den Mittelgebirgen im Sommer und wird im Winter in die Flussauen der Täler ziehen. Wir hatten das an einer anderen Stelle schon mal erörtert. Diese Wintersituation haben wir nicht mehr. Die Tiere überwintern in ihren Sommerlebensräumen. Und dazu kommt das Frühjahr, also gerade jetzt die Zeit, wo die Wiederkäuer praktisch aus dem Wald raus wollen, auf Offenflächen wollen, auf Wiesen wollen, auf die Äcker gehen und dort im Offenland ihre Nahrung aufnehmen. Wenn ich jetzt anfange, an Wiesen, an Waldrändern, auf Äckern die Tiere zu bejagen, dann werden sie das nicht mehr tun. Sie werden also praktisch nicht mehr die Gelegenheit haben, rauszukommen aus dem Wald. Sie bleiben im Wald, sie bleiben in den Dickungen. Und genau in diesen Dickungen sind natürlich die schadensanfälligen Flächen auch. Das heißt, sie werden länger im Wald stehen, länger im Wald fressen und dementsprechend mehr Schaden machen. Wenn ich sie auf der Wiese hätte, würden sie auf der Wiese im Grunde keinen Schaden im Wald machen. Und das bisschen Gras, was dann an einer Weide, sagen wir mal, gefressen wird, ist zumindest zu vernachlässigen oder zumindest längst nicht in dem Umfang, wie es einen Schaden an einem Baum zum Beispiel, der über die nächsten 100 Jahre oder 200 Jahre da steht, letztendlich ausmacht. Das heißt also, wir haben hier eine Verdrängung der Tiere künstlich durch die Bejagung, durch die längere Bejagung im Jahr in den Wald und damit eher das Risiko, größere Schäden zu haben. Dazu kommt nochmal, wenn wir auf die Wintersituation nochmal kurz eingehen, ein zweiter Aspekt, nämlich der, dass die Tiere ihren sogenannten kleinen Winterschlaf, das heißt also ihre Stoffwechselreduktion, die sie normalerweise gegen Zeit der Wintersonnenwende machen, die sie also ihre Energieverbrauch, ihre Herzfrequenz runterfahren, das schaffen sie bei uns fast gar nicht mehr, weil sie einfach permanent unter Stress stehen, weil sie eben bejagt werden in der Zeit, weil sie durch Waldbesucher, durch nordische Wintersportarten in ihrem Lebensraum permanent gestört sind. Und wenn ich jetzt die Jagdzeiten in den Winter rein zum Beispiel noch ausdehne, ist es sowieso schon absolut kontraproduktiv, im Januar zu jagen. Wenn ich jetzt den Februar noch dazu nehmen würde, dann wäre das absolut fatal, gerade für den Wald, weil dort natürlich dann die Waldschäden sprungartig nach oben steigen würden. Zumal wir ja in vielen Ländern auch kein vernünftiges Überwinterungsmanagement mehr haben. Also Winterfütterung gilt im Moment eher als etwas, was man besser nicht machen soll, weil es ja vermeintlich nicht natürlich ist, vor allen Dingen auch, weil es Geld kostet, vermute ich mal. Und wenn die Tiere nun in einer unnatürlichen Situation sich natürlich verhalten sollen, dann machen sie eben genau das, was sie tun. Sie fressen eben entweder Rinde oder Knospen. Und deshalb halten wir es, sagen wir mal, aus wildbiologischer Sicht für absolut problematisch und kontraproduktiv, die Jagdzeiten weiter zu verlängern. Im Gegenteil, wir empfehlen eigentlich eher, die Jagdzeiten zu verkürzen, Jagddruck zu reduzieren, den Tieren dafür mehr Flächen, Ruhezonen zur Verfügung zu stellen, wo gar nicht gejagt wird, Wiesen zur Verfügung zu stellen, wo sie nicht bejagt werden und äsen können. Das wäre wahrscheinlich der bessere Weg. Und gerade wenn man jetzt mal auf die Schadensflächen guckt, hätten wir natürlich eine Riesenchance, weil wir jetzt eine Menge Flächen haben, die wieder in Verjüngung gebracht werden sollen und wo die Verjüngung aber auch eine Menge Geld kostet. Also könnte man mit wenig Investitionen eigentlich neue Wildäsungsflächen schaffen. Man könnte einfach bestimmte Flächen mal ganz in Ruhe lassen, gucken, was wächst denn da, was kommt in der Sukzession dort, die beruhigen, also Jagd beruhigen, auch dort nicht jagen drin. Das würde wahrscheinlich dann die Verjüngungsflächen massiv entlasten und würde zu viel mehr forstlichen letztendlich Vorteilen und auch Benefit für die Wälder führen, als immer verzweifelt über den Wilddichten hinterher zu laufen. Okay, man sieht, das Thema liegt einem sehr am Herzen. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Bis dann.